Okay. Das ist gerade einen sehr schönen Hall. Ja, habe ich gleich wieder. Ja, jetzt. Weil ich jetzt im Treppenhaus bin. Torge hat den Reverb angemacht an seinem Mikro. Hm. Hört man mich noch? Ja. Okay. Aber was ich halt an München nicht verstehe, warum die keine gelben, sondern den Plastikmüll in so Container entsorgen müssen, die aber nicht vor der Haustür stehen, sondern in der Stadt verteilt. Das ist ja kacke. Da darf man dann mit seinem Plastikmüll durch die Stadt laufen und die da zu so einem Container bringen. Also damit wollen die ihre Leute fit halten. Meiner Meinung nach ist das ein Armutszeugnis für so eine reiche Stadt wie München. Das ist halt... Vielleicht machen die das so. Ja auch einfach, weil sie es können. Nee, aber das ist halt eine... Ich finde es total verwunderlich, weil das ist halt eine rot-grüne Regierung. Und so sollten die Grünen nicht irgendwie darauf setzen, dass Recycling ernst genommen wird. Also ich denke nicht, dass das motivierend für die Bürger ist, wenn die Leute ihren Müll durch die halbe Stadt transportieren müssen. Und ich sehe das so oft, dass einfach Plastikmüll in den schwarzen Tonnen entsorgt wird, weil die Leute keinen Bock haben, das richtig wegzubringen. Ich bin so einer. Nein, Spaß. Ja. Aber mein Vater hat gemeint, dass das sogar von der Stadt gewollt ist. Dass ein gewisser Teil von dem Plastik verbrannt wird. Weil das irgendwie für die Verbrennung, für die Müllverbrennung Heizstoff ist oder ich weiß nicht, irgendwas. Ich weiß es auch nicht. Aber ich finde es trotzdem irgendwie ziemlich wack. Mhm. Ich finde auch so einiges ziemlich wack. Vor allem kann man dann auch nicht irgendwie so große Müllbeutel nehmen für die Plastikdinger. Sondern muss halt so kleine Dinger nehmen, weil das halt so... Diese Einwurflöcher sind halt so vergleichbar mit denen von Altglascontainern. Und da soll man halt sein Plastikmüll drin entsorgen. Mhm. Also da habe ich von München schon deutlich smartere Sachen gesehen als die Müllentsorgung. Vor allem, das wäre halt nicht mal irgendwie ein Problem. Die haben ja da ja auch ganz normal so Container vor den Haustüren bei meinem Vater im Wohnblock. So, da ist eine schwarze Tonne, da ist eine blaue Tonne und halt eine braune für Bier. So. Und was wäre jetzt das Problem, da halt noch einen Container für Plastik hinzupacken? Das kann ich hier leider nicht beantworten. Ich meine, okay, es wäre vielleicht ein etwas höherer logistischer Aufwand, weil man halt längere Touren fahren müsste. Aber... das leisten können, dann kann sich das München erst recht. Ach, Idiot. Oder ich mache das noch ganz anders.
glaube, das ist besser. Ja. Din, 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 din. Meine Marshmallow ist immer noch nicht gegessen. Hey, ein Gänseei. Was kann ich denn mit Gänseeiern machen? Gänseeier, damit kann ich einen Adult-Filter machen. Ich kann einen Kuchen aus Gänseeiern backen. Zucchini-Fries, okay. Ich kann das melten zu einem Fried Egg. Sand habe ich jetzt noch. Und warum nicht? Boah, 6. Ich hab 6 Sand. Folge 1430 oder so und ich hab 6 Sand. Ja. So, wie mache ich jetzt Big Doors? Jetzt habe ich mir ein helles gekauft. Okay. Oh, ich hätte gerne Dark Oak, aber da habe ich keine Oak für. Nein, helles! Mhm. Dark Oak. Wo kriege ich jetzt Dark Oak her? Geh nur ein bisschen raus und regne direkt voll. Weißt du, was ich mir darüber hinaus auch noch gekauft habe? Nein. Einfach muss ich eine Dose Mountain Dew. Was? Let me smell your breath. Let me smell your breath. Wo krieg ich denn jetzt Emeralds her? Beach Sniper World War II für 1 Euro, 1 Dollar. Hey, ich habe eine Mandrake Root. Die hat sogar ein Gesicht. Wie bei Harry Potter. Oha. Meine Hände erzielen von der Mountain-Dose. Ich bin 100% gesehen, wie jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe, sehe ich irgendwie sofort Schritte an dem Lidl, der hier neu gebaut wird. Okay. Wo kriege ich denn jetzt mal Emeralds her? Oder ich finde eine... Creative Inventor. Okay. Ja, nichts ist so sinnvoll, wie der Breitbandausbau im Beaver steht. Doppelte Leitung. Aber ist schon geil. Weil es gibt hier in der Nähe im Landkreis Kam, also das ist aus einer Oberpfalz, gibt es hier auch so einen ziemlichen Unsinn. Also da hat Mnet, also es ist halt ein regionaler Internetanbieter aus München, die haben halt angefangen aufzubaggern, die Straßen. Und haben dann da irgendwie schon mal diese Plastik-Dinger dahin gepackt. Halt die Höhlen, wo die Glasfaserleitung reinkommt. Mhm. Und haben dann aber mittendrin bemerkt, das wird uns doch zu unwirtschaftlich hier. Wir machen alles wieder zu, ohne die Leitung. Ja, warum nicht, ne? Jedenfalls. Und dann müssen wir aber auch der Gemeinde irgendwie Entschädigung zurückzahlen, sag ich mal. Wow. Und sie verlassen die Straßen, die so halt ausgerissen ein bisschen. Also haben die zwar wieder zugemacht, aber sind halt aus dem Teppich. Servus.
kriege ich hier denn mal... Ich möchte Emerald. Johnny? Ja? Ich betrete gleich meine Wohnung. Hört man. Schön. Dann können wir spielen. Sehr schön. Hm. Ich finde die Tankstelle gar nicht mal schlecht, weil man es halt einfach gar nicht so krass einen Preisaufschlag, wenn man nicht. Das ist immer gut. Man kennt es ja von Aral zum Beispiel, dass die ziemlich übertriebene Preise aufrufen. Insgesamt, also nicht nur bei den Shops, sondern auch der Sprit kostet da auch immer ein paar Cent mehr als bei den anderen. Ja. Ich habe es ein einziges Mal erlebt, dass es bei Aral günstiger war als bei den anderen. Dann hast du dir gleich erstmal 3 Kreuze in den Kalender gemacht, ne? Ich hab nicht mal einen Kalender. Also ich verstehe die Leute nicht, die zu Aral fahren. Und du in den nächsten 50 Kilometern nichts anderes hast? Ja, aber hier zum Beispiel in Bremerhaven, so da gibt es genug, wo du auf andere Tankstellen ausweichen kannst. Mhm. Da ist dann ein paar Meter weiter, also auf der Stresemannstraße ist ja die Aral. Und wenn du ein bisschen weiter fährst, da ist die Westfalen, die ist deutlich günstiger. Oder halt tagsüber die Realtankstelle, das ist meistens die günstigste. Also wer da zu Aral fährt, hat selber Schuld. Mal den Berg besteigen hier. Ich hab den Berg bestiegen. Dann auch noch die Leute, die dieses Zeug tanken wie V-Power oder sowas. Wow, das ist ja ein richtiger Beschiss. Oder Ultimate, wie das glaube ich bei Aral heißt. V-Power ist glaube ich Shell. Ja. Mein Super Plus kann ich vielleicht noch verstehen für gewisse Autos. Die dadurch halt besser fahren. Effizienter ohne dieses Klopfen da. Aber dieses Ultimate-Zeug, das ist meiner Meinung nach nur Abzocke. Es gab ja auch mal irgendwas, wo sie in der Radiowerbung gesagt haben, dass es gleichzeitig auch dein Auto reinigt irgendwie. Ist auch Bullshit. Motor. Ja, dein Motor reinigt. Ja. Also nicht das ganze Auto, sondern halt den Motor. Und dein Auto ist sauber. Du tankst Ultimate, auf einmal sind deine Sitze sauber. Tankst du in so einem schwarzen Auto, plötzlich ist das Auto weiß. Nicht nur sauber, sondern rein! Landfalls. Ich hab schon mal Team gestartet und starte jetzt Black Ops 2. Ah, das muss. Hä? Muss das updaten? Warum muss das updaten? Kriegt Black Ops 2 noch Updates? War ja. War nur ganz klein. Okay. So ein Hotfix. Ich geh mal eben kurz auf Klo. Okay, dann gehe ich auch auf Klo. Ich bleib mal hier. Schon Emeralds. Hier ist so viel geiles Zeug, ne? Und ich suche bloß Emeralds. Emeralds, zeigt euch. Ich mache jetzt auch mal keine Höhlenmusik. Ich lauf bestimmt vorbei. Schwefel ist hier schon.
Gold. Na gut, Gold nehme ich mal mit. Das bereue ich sonst nachher. Diorit, naja, warum nicht? Der Rest ist da nicht ganz so wild. Oh, Diamanten nehme ich da vielleicht doch auch noch mit. Oder auch nicht, ich bin voll. Gibt's hier keine Emeralds? Oh. Muss es doch Emeralds geben. Ich will Emeralds. Hallo. Hallo. Cool, 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 cool. So. Ich will jetzt Emeralds. / summon Emerald Ore. Was war das? What the fuck? Einem großen Robin ist der Erwerb von Black Ops 2 nahezulegen. Ja, dies werde ich tun. Bin ich jetzt gerade mitten in einem Strim. Ja. Kommen Sie schon. Hier ist es doch Riesenbergbiom hier, Extreme Hills. Also muss er hier auch irgendwie mal Emerald Ore sein, oder nicht? Die hat ein ziemlich cooles Design. Was sagst du? Ich finde Mountain Dew hat ein ziemlich cooles Design. Oh, Mountain Dew gehört zu Pepsi. Okay, ich kaufe dir jetzt auch Mountain Dew. Das ist ja noch Slime. Wenn man eine Bergwanderung macht, hey, muss man Mountain Dew trinken, oder? Ach, kommen Sie schon. Ich will Los Emeraldos haben. Ich bin bestimmt schon zu hoch dafür. Im Ernst? Wow. Einfach in der ersten Runde dann Bus fahren. Okay. Mal gucken, ob uns das hilft. Komm schon, Johnny. Bus bauen. Bus fahren. Ich steig ein. Komm schon, Johnny. Einsteigen. Ich bin schon im Bus. So. Aussteigen. Endstation. Schmacker.